CD Projekt kann man Gwent anspielen. Und dieses Spiel gab es ja bereits schon in The Witcher 3, als Kartenspiel. Und das kommt jetzt als eigenständiges Standalone-Spiel demnächst raus. Und ich konnte hier jetzt quasi mal die Alpha anspielen. Das Spiel geht ja demnächst im September rum in die Beta. In der offenen Beta, das kann dann jeder selbst antesten. Ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Der Test jetzt hier hat den Hintergrund, weil hier einfach sehr viel mehr taktische Möglichkeiten möglich sind wie in dem Hauptspiel bis jetzt. Und die Neuerungen haben sich auch hier sehr, sehr gut in das Spiel integriert. Wer also mit Kartenspielen in irgendeiner Form, sei es Magic oder zum Beispiel Hearthstone, was anfangen kann, oder das Spiel in The Witcher 3 gewinnt, schon sehr, sehr gut fand, der wird mit der Standard-Erweiterung oder Standalone-Erweiterung von Gwent sehr zufrieden sein. Das ist soweit mein Vorabfazit von Gwent. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das selbst noch auf der Gamescom bis Sonntag ansehen. Hier in der Halle 8.